Gummy like a Hellcat. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir auf meinem Kanal. Und Leute, heute gibt es ein absolut wildes Video. Vorher natürlich noch kurz natürlich, ihr wisst sowieso Bescheid, morgen die Stream-Ankündigung, jawohl. Morgen bin ich 16 Uhr nämlich live am Start. Wir werden richtig, richtig viel öffnen können hier. Das wird eine absolute Eskalation mal wieder. Ich werde hier wahrscheinlich 2 Packs davon öffnen. Hier im Flash Sale, ich werde Gratis-Pack öffnen können, denke ich mal. Ich werde weiterhin... hier noch, Leute, ich kann es euch mal kurz zeigen, hier 900 Mosaik-Token, 9 Packs, ich wäre wahrscheinlich sogar 10 Packs öffnen können. Ihr seht ja, ich habe ein paar Gems am Start, ich habe ein paar FIFA-Points am Start, ich kann Splitter-Packs öffnen, also wirklich, es wird auf jeden Fall richtig schön viel am Start sein, richtig schönes Pack-Opening nochmal. Leute, seid dabei, morgen 16 Uhr, es wird eine absolut wilde Sache, kann ich euch nur ins Herz legen. Wie immer, Montag-Stream, immer ein bisschen länger als Freitag-Stream und... Genau, also da natürlich auch 1 gegen 1 Teams bewerten, ihr kennt das Ganze, genau. Also Leute, dann geht's aber heute rein ins Video. Wir haben hier heute nämlich was richtig Nices vor. Ich hole mir heute meinen 108er Spieler ab. Ich habe mir jetzt einfach mal die Zeit genommen. Ich hatte jetzt hier am Sonntag gerade ein bisschen wenig zu tun. Dachte mir, komm, machst du das einfach, zack, zack, habe ich hier die Coinpacks rausgeschallert und ja, jetzt habe ich genügend. Ich habe genügend Punkte. Ich muss aber trotzdem natürlich noch schnell, damit ich wirklich genügend Punkte habe, noch dieses Pack hier abholen, damit ich genau wirklich 10.500 Punkte habe. Alles andere wäre ein bisschen schal. Und genau, das ist nice, Leute. Das ist auf jeden Fall richtig, richtig nice. Ich habe jetzt 10.800 Punkte und das reicht, Leute. Das reicht auf jeden Fall hier. Let's go. Wir gehen jetzt einfach mal rein und ich hole mir jetzt meinen 108er Spieler ab. Leute, es ist einfach wild. Es ist einfach wild. Ich bin 17. geworden, habt ihr ja gerade gesehen. Und genau, Leute, das wird jetzt eine ganz, ganz nice Sache hier. Ich freue mich einfach. Wir holen uns jetzt einfach hier, jawohl, 108er Davis ab. Alfonso Davis. Oh, diese Karte sieht so geil aus, wirklich. Eieiei. Es kommt ja auch bald noch ein Team-Upgrade, Leute. Ich kriege, glaube ich, morgen nochmal 2,5 Millionen Münzen durch den Star Pass. Habe ich vielleicht 25? Komm, wenn ich 30 Millionen Münzen habe, gibt es nochmal ein XXL-Opening. Nicht Opening, sondern XXL-Team-Upgrade. Ich wäre wahrscheinlich Davis. Ich überlege noch. Kommt darauf an, wie lange ich brauche, um 30 Millionen Münzen zu haben. Sollte ich es nicht vor Donnerstag schaffen, sollte ich es wirklich nicht vor Donnerstag oder Mittwoch, wahrscheinlich eher Mittwoch schaffen, die 30 Millionen zu rauszuhauen, heißt Mittwoch maximal, wenn da noch nicht das Team-Upgrade da ist, dann werde ich ihn einfach so schon reinstellen, den Ehrenbruder Alfonso Davis, weil ich will ja eigentlich mit sowas immer aufs Upgrade-Video warten, ja, aber wenn es halt bis Mittwoch noch nicht da ist, dann haue ich ihn einfach rein, ganz klare Sache, genau, kommt halt darauf an, wie schnell ich eben 30 Millionen Münzen am Start habe, genau Leute, zack, hier, ja, es passt genau, Leute, es passt einfach genau, zack, zack, hier, episch kann ich jetzt hier was raushauen, jawohl, brauche ich überhaupt nicht, ist mir auch total egal, jetzt kann ich hier nochmal einen Auswahlpunkt mehr abholen und jetzt aber, Leute, jetzt ist er am Start, richtig, richtig geil hier, Leute, einfach Alfonso Davis, Leute, diese Stats sind absolut abnormal, ich liebe es einfach, Leute, ich liebe es einfach. Alfonso Davis, Ehrenbruder Davis, 16 Ränge hat der Ehrenbruder, 16 Ränge, das muss man sich mal vorstellen, wisst ihr, wie viel 16 ist? Das sind einfach 2x8, ey, das ist absolut heftig, 16 Ränge, Leute, wir gehen rein, gibt's eine Animation, es gibt eine Animation, jawohl, danke EA, bei sowas hauen sie mal eine Animation raus, Leute, absolut geil, let's go, wir gehen rein, 3, 2, 1, gönn, da ist er. Da ist Alfonso Davis, jawohl, let's go, Alter, 108er Alfonso Davis, ey, der sieht so geil aus, wirklich, so eine geile Karte, puh, das ist geil, ist das geil oder ist das geil, eieiei, Leute, 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 absolut heftig, was mache ich jetzt eigentlich mit meinen restlichen Punkten, was kriege ich denn da eigentlich dafür, okay, XP kriege ich hier, ich glaube, ich gehe vielleicht beim Meisterboni lang und probiere nochmal so einen 104er zu kriegen irgendwie. Das wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht, oder? Okay, kriegt man überall XP am Anfang. Vielleicht hole ich mir nochmal so einen 104er ab, oder? Schaffe ich das noch? Kann mal jemand in die Kommentare schreiben. Würde mich auch mal interessieren. So, das heißt, ich kann jetzt mal natürlich gucken. Ja, wahrscheinlich habe ich dann safe direkt 170 oder so. Oder 171 oder so. Oh, nee, 170 habe ich. Alter, das ist ja wirklich absolut krank hier. Eieiei.
Der ist wirklich gut. Der ist wirklich gut. Noch haue ich ihn halt nicht rein, wegen dem Upgrade-Video, was noch kommen wird. Aber Leute, 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 einfach 108er Alphonso Davies. Wie viel werden der jetzt eigentlich wert? Ich werde natürlich spielen, aber wie viel wäre denn der jetzt ungefähr noch wert? Um jetzt mal hier so einen Touch zu bekommen, nicht mehr anzeigen. Boah, immer noch 10 Millionen oder 10, 11 Millionen immer noch. Heftig. Absolut heftig. Genau, ich kann euch mal zeigen, ich habe nämlich hier auf jeden Fall auch weitergespielt in dem Kapitel, da kann ich mal zeigen, wie weit ich jetzt bin. Ich bin nämlich jetzt, glaube ich, schon in Kapitel 3 ganz weit hinten. Und zwar, genau, hier im Stream können wir auch nochmal weitergehen. Da kriege ich nämlich hier nochmal 950 Punkte, hier nochmal 950, hier nochmal 950, natürlich nur, wenn ich es schaffe, ist ja klar. Auch nochmal 900, nee, kriege ich nicht, schade, schade eigentlich. Und hier kriege ich auch keine Punkte mehr. Also vielleicht kriege ich, nee, ich glaube, ich kriege sogar keinen 104er mehr, aber dann ist es halt so. Dann muss ich eben damit leben und hole mir einfach nur ein paar Ressourcen. Warum auch nicht? Genau, kann man doch eigentlich auch ganz gut machen. Und ich habe ja auch, ihr habt ja gesehen, Leute, wir werden es nämlich auch morgen noch im Livestream. Das will ich euch auch jetzt schon mal zeigen. Ich hole mir nämlich noch eine Event-Icon ab. Und zwar Hernandez, genau. Ich hole mir auf jeden Fall Hernandez ab. Nakata kommt dann auch noch demnächst. Mal schauen. Vielleicht sogar auch dann im Stream, mal schauen. Ist auf jeden Fall eine wilde Sache. Zwei Event-Icons. Das wäre doch eigentlich gar nicht mal so heftig, so unheftig. Huch, zweimal Event-Icon abholen, das ist schon krank. Also, wenn wir das wirklich machen, das würde ich auf jeden Fall feiern. Warum auch nicht? So, Gratis-Pack kann ich mir auch nochmal schnell holen. Warum auch nicht? Ist sowieso nichts Geiles drin. Genau. So, zack, zack. Vollgepackt bin ich auch. Das ist immer eine gute Sache. Zack, zack. Und wir ziehen natürlich nichts. 150.000 Münzen. Okay, 23 Millionen habe ich jetzt schon. Sehr nice. Sehr, sehr nice auf jeden Fall. So, jetzt kann ich hier nochmal vollgepackt abrufen. Ich kann euch mal zeigen, im Star Pass bekomme ich nämlich auch morgen dann nochmal ordentlich ein paar Münzen. Das sollte es eigentlich nicht mehr so lange dauern, denke ich mal. Ehe ich dann wirklich die 30 Millionen am Start habe. Ich bekomme 2,7 Millionen Münzen. Passt eigentlich. Da habe ich dann sogar fast 26 Millionen. Und dann fehlen nur noch, nicht mehr viel. 4, irgendwas Millionen. Wenn ich noch, na, 104er kriege ich nicht mehr, aber ich kriege ja noch hier den 104er Spieler hier in dem, im Kapitel. Und ich glaube, die sind noch 2 Millionen oder so wert. Also es wird auf jeden Fall, Leute. Es wird geil. Leute, es wird absolut geil. Morgen Stream. Ich hoffe, ihr seid alle am Start. Wird eine wilde Sache. Leute, bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.